Hallo, lieber Hartmut Hassler. Heute ist der 18. März 2016. Ich bedanke mich erstmal ganz lieb bei dir, dass du mir die Möglichkeit gibst, als ein früher Rennsportkollege mit dir ins Gespräch zu kommen. Du bist eine sehr wichtige Persönlichkeit in unserer Rennsportentwicklung. Nicht nur, dass du ein brillanter Rennfahrer gewesen bist, DDR-Meister gewesen bist, sondern du bist auch einer der Köpfe, die neue Renntechnik entwickelt haben. Darauf komme ich dann später zurück. Hartmut, bevor wir beginnen, würde ich dich ganz herzlich bitten, uns darüber zu sagen, wann begann denn deine Rennfahrerkarriere? Meine ideelle oder meine praktische? Meine ideelle Rennfahrerkarriere hat eigentlich, da war ich 7 Jahre alt, 8 Jahre alt, oben auf Rügen gelebt, bin dort in die Schule gegangen und mein Vater war natürlich Rennfanatiker und damals gab es das Stralsunder Bäderrennen. Dort bin ich natürlich immer mit hingegangen und dort habe ich schon so als kleiner Bub ein wenig Benzin geschnuppert und mich auch dafür interessiert. Weiterhin habe ich natürlich dort auch mit 8 Jahren ordentlich viel Motorrad bin ich da gefahren, weil ja mit der RT100 gab es damals ja nur. Da mein Vater ja zu seiner Freundin fuhr und ich war ja dann ein bisschen im Wege eigentlich. Und dann habe ich gesagt, na, willst du denn nicht ein bisschen Motorrad fahren? Dann halt logisch, das musst du nicht zweimal sagen. So bin ich also an der ganzen Benzingeschichte rangekommen, bis ich dann eben mir später ein Motorrad kaufen konnte, ein Serienmotorrad. Das war eine 250 MZ Vollschwinge, fürchterlich grausam zu fahren, weil die sich immer aufgestellt hat, die Schwinge, wenn man bremste. Das war aber in dem Jahr von 1963 bis 1965 habe ich das gemacht. Habe dort also Serienmaschinenrennen gefahren. Dann wurde es langweilig, weil ich recht oft gewonnen hatte. Dann habe ich gedacht, ja, eigentlich wie die Ausweisfahrer fahren, ja, das kann ich auch. Und habe mir dann eine Rennmaschine selber zusammengebaut, ein Pannonierrahmen kleiner gemacht, flacher gemacht, einen MZ-Motor, Drehschiebermotor draus gemacht. Der Drehschieber war ein Sägeblatt, weil die schön dünn waren von einem Fuchsschwanz. Ja, Hartmut Bischof war noch der Einzige, der auch noch eine hatte damals. Das war ja Meißner, ja, bei Meißner. So, und dann habe ich als Ausweisrennen gefahren, ja, Ausweis und Lizenz von 1966 bis 1969. So, und dann hat ja unser Staat, die oberste Heeresleitung, hat dann gesagt, also Leute, den kapitalistischen Sport machen wir nicht mehr, wir fahren keine Weltmeisterschaftsläufe mehr. Ja, dann habe ich gesagt, naja, also wenn ich nicht Weltmeister werden kann, dann hat es gar keinen Sinn. So, das war also für mich das Ende vom Motorradsport. Und dann kam die Zeit, wo der Alte, das ist nicht abwegig genannt, sonst es war der Alte, der Melkus, das ist nun mal so, nicht böse gemeint, sondern es war eben der Alte, ganz einfach. So, der hat dann gerade den Ernst-1000 gebaut und hat dann gesagt, Mensch, du machst doch viel Kunststoffsachen, kannst du nicht ein bisschen hier was mitmachen? Da habe ich dann ein bisschen mitgearbeitet. Ja, dadurch habe ich relativ preiswert so einen Ernst-1000 gekriegt. Und dann kam ja die Periode, wo man gesagt hat, das war so ab 1970, wir machen auch Rennen mit den Fahrzeugen. Spezialtourenwagen nannte sich es damals, fahren wir Rennen. Und ja, der Alte, also Melkus, ja, und noch so ein paar Experten. Es war natürlich sehr schwierig zu fahren, das Auto, weil das eine getriebene Hinterachse hatte und eine Schräglenkerachse stellt sich auf. Und dann war der Punkt natürlich, wenn man in einer schnellen Kurve war, hat der Gas gegeben, hat das Bein rausgestreckt und schwuppdiwupp waren wir im Gelände mit dem Auto. Ich habe das dann bekämpft, indem ich dem einfach die Federwege weggenommen habe. Da konnte ich nicht mehr federn. Das war eigentlich ein starres Auto mit 3 cm Federweg. Und ab da habe ich jedes Rennen gewonnen. Das war stinklangweilig. Bin dann sozusagen DDR-Meister im Spezialtourenwagen B5, hieß es damals, geworden. So, nun hatte ich ja nur, eigentlich wollte ich dann mal vielleicht vor mir fahren. Und da hatte dann der Bube Nick auf der Autobahnspiel in Dresden eigentlich ganz schön beschissenen Unfall gehabt. Da sind also mehrere Personen, wo sogar tödlich verletzt wurden dabei. Der hat also den Rennwagen verkauft. Das war also so die erste Berührung mit einem sogenannten Melkus-Rennwagen. So, den habe ich dann in meine Garage reingestellt und dann habe ich den erstmal zerlegt. Dann habe ich die Teile,
Aber ich glaubte, die nochmal zu brauchen auf der rechten Seite und die Teile, die ich glaubte, nie zu brauchen auf der linken Seite. Das war verdammt wenig auf der rechten Seite übrig geblieben. Gut, aber der Rahmen war noch da. Ich habe also diese Pferdewagenfeder, die da vorne drin war, ausgebaut. Diese Lenkhebel für die Stoßdämpfer und Federung waren natürlich auch sehr ungeschickt, weil nämlich die Stoßdämpfer, es waren ja noch keine Gasstoßdämpfer, sondern es waren hydraulische Stoßdämpfer und die brauchten eigentlich Fahrtwind zum Kühlen. Deswegen gingen die Autos nur 3 Runden und dann wurden die Dämpfer so weich, dass eigentlich die Autos nicht so sonderlich, dass die zum PKW wurden. Ich meine, sie ließen sich dann einfach fahren. Weil der Grenzbereich urplötzlich wurde immer breiter. Und naja, gut, aber das war für mich also nicht ausreichend. Damals hat dann der Kühl gesagt, wollen wir nicht mal aus der Blechtröhne optisch wenigstens ein bisschen was machen. Ich habe ja schon das Fahrwerk geändert, also richtige Achsaufhängung gemacht und alles. So, dann haben wir dann also verschiedene Sachen an Karosserie-Sachen gebaut. Und dann hat sich ein bisschen was, so damals war der Gigax da und so ein bisschen so, wir haben ein bisschen nach Westen geguckt. So, und dadurch hat also der Melkus-Rahmen, mehr war nämlich eigentlich nicht mehr übrig, hat dann eine ordentliche Karosserie gekriegt, eine optisch andere. Ja, und dann kam die Zeit, wo wir dann gesagt haben, Mensch, die Wartburg, das war dann noch in der Formel 3 für uns. Dann wurde aus dieser Formel 3, wir in der Leistungsklasse 2 durften noch Formel 3 fahren und die Leistungsklasse 1 musste schon die Läutert-Wartburg-Motoren fahren. So. Und Pneumant immer glatt reifen. Die 185, 13, die also auf den B1000 eigentlich gehört hatten. So. Ja, da war das erste Rennen mit so einem Rennhaus, war unten natürlich sehr ungewohnt, wenn man das, was wir schneiden müssen, so dicht mit den Eiern über der Erde ist. Das, und dann nach vorne, die Räder sind, wie die zappelnde wackeln. Oh. Und Köder und Krause haben gesagt, Hartmut, du brauchst uns bloß hinterher zu fahren. Deine Reifen gehen besser, dein Motor geht besser. Du musst auf nichts aufpassen, nur auf uns. Ja, das musste ich auch. Denn die haben fast alle Stöppel, die irgendwo standen, diese Verkehrsgummihüte, sind mir um die Ohren geflogen. Ich habe mir den Kopf eingezogen, wie ich nach vorne geguckt habe. Habe aber dort das Rennen gewonnen in meiner Klasse. Und in der Klasse, der Leistungsklasse 1, logischerweise habe ich den 3. Platz gemacht. So, das war so mein erster Erfolg. Oh Gott, ich hab das nicht richtig begriffen. Hartmut, Zwischenfrage an dieser Stelle. Du hast erzählt, du hast den Rennwagen von Bubenick gekauft. Was war das für ein Typ? Wie hieß der damals? Was war das für eine Klassifizierung? Das war damals der ganz normale, wie Formel 3 noch. Ein originaler Melkus Formel 3. So wie er ihn nach Russland exportiert hat und so wie er gefahren ist. Und also es ist also keine Sonderanfertigung oder so. Es war eigentlich, und Bubenick war auch nicht das große Talent, dass er hätte was an dem Auto geändert. Also das war so, wie er es dort gekauft hat, war es da. Deine Kontakte mit Wolfgang Kühler gingen in welches Jahr zurück? Wann habt ihr angefangen, da über die Technik zu reden? Wann war das etwa? Ja, das fing das schon so 74, 75 an. So, das ging los, dass wir gesagt haben, Mensch, Gott, diese Wartburg-Motoren, das ist keine Zukunft. Wir versuchen es mal mit dem Schicoli-Motor. Das war in welchem Jahr dann? Das war 74, 3, zwischen 72 und 73 haben wir die Versuche gemacht. Das ist eigentlich auch die Zeit, als der Schicoli-Motor überhaupt erstmal in Deutschland präsent wurde als PKW. Richtig. So, und da haben wir 1200er logischerweise genommen und haben, der Umbau war eigentlich relativ einfach. Das Problem bestand nur lediglich, dass der Wartburg-Motor, der damals drin war, diese Formel 3 Motoren, hatten die Höchstdrehzahl, die höchste Leistung bei 4.400 und dann ging die Kurve bergab. Das heißt also, dass unser Getriebe absolut nicht mehr von den Übersetzungen und auch vom Differential her zu den 6.500 bis 7.000 Umdrehungen, wo dieser Schicoli-Motor Leistung hatte, passte. Also habe ich komplett neue Getriebe gebaut. Ich. Komplett. So. Und ab da ging es dann eigentlich richtig vorwärts. So, und dann kam natürlich die Zeit, wo ich nicht mehr glücklich war mit dem Wartburg-Rahmen. Und da waren zu viele Dinge, die mir nicht gefallen haben.
Also habe ich mir eine große Presspappe gekauft, die war 2 Meter mal 3 Meter, 5 Millimeter stark. Habe die in die Werkstatt bei mir gelegt, ich war damals schon selbstständig, habe die in die Werkstatt gelegt und habe dann darauf die ganzen Achsgeometrien auch als Pappe ausgeschnitten und mit Dachpappenägeln habe ich geguckt, was die Räder machen, beim Einfedern, beim Ausfedern und so weiter und so fort. Das war also kein Computer, das war Hartfaserpappe. So. Und dann kam mir eben der Gedanke, das Zeug kriegst du auch gar nicht an den Melkusrahmen dran, das passt nicht mehr, es geht nicht mehr. Das ist zur gleichen Zeit passiert, wo auch die Professoren in Dresden versucht haben, Rennauto zu bauen. Der Name HTS, was heißt HTS? Hartmut Hassel Schigoli. Und der war mit der Motorisierung 1200er Schigoli-Motor? Ja. Und das Getriebe war auch von dir? Ja, so. Das ging dann ganz ordentlich vorwärts. Da habe ich dann damit den dritten Platz gemacht. Damals nannte sich ja C9, diese Geschichte. Und dann 1975 habe ich dann in der DDR-Meisterschaft den ersten Platz gemacht mit einem HTS. Und dann, das Interessante war eigentlich, aber auch in dieser Zeit, da die damaligen Melkus-Rennwagen absolut nicht mehr konkurrenzfähig waren, hat sich der Uli Melkus bei mir, und das hat natürlich ein bisschen schwer getroffen am innerlichen Teil, noch mehr, sich ein Rennauto bei mir kaufen müssen. Der Uli ist damals welchen Rennwagentyp genau gefahren? HTS. Und vorher, bevor er dein HTS dann gekauft hat? Ne, ist er Melkus original. Waren das noch die Zigarren? Ja, richtig. Und auch noch mal mit dem Ring-Deng-Deng-Motor. Hartmut, in den bisherigen Schilderungen hast du ja sehr gut dargestellt, dass der Heinz Melkus auf dich zugekommen ist, weil er sicher gesehen hat, dass der HTS schon in der Generation besser werden konnte, schon alleine durch den Schigoli-Motor, der auch mehr Möglichkeiten zur Optimierung bot. Und natürlich waren die Fahrgestelle am Ende und er hat sicher erkannt, dass man was machen muss und hat auch sicher neidvoll auf deine bisherigen Entwicklungsfortschritte geschaut, um dann zu sagen, wir müssen was gemeinsam machen. Also bis die ersten 910 MT-77 gab es keine Aufgabenteilung. Hier sind sämtliche Teile, die an diesem Rennfahrzeug verbaut wurden, sind von mir, ja, nicht nur von mir angefertigt, aber in der Dreherei, in der Spezialschweißerei, aber eben mit meinen Zeichnungen und mit meinen Gedanken und Ideen. Das heißt also, ich war derjenige, eigentlich der alleine die Fäden in der Hand hatte. Und dann kam der Moment, ich denke mal 79, dass dann der Alte, wie gesagt, nicht negativ hören und sehen, mit der, der doch schon ganz schöne lange Fingerchen, auch ganz schön schlitzohrige Handlung hinter sich, hat er natürlich dann irgendwie unsere Kommissare überzeugt, dass wir doch den Tassler, dass ich alleine bauen lassen dürfen, sonst geht ja mein Name ganz unter. Das muss eine sozialistische Entwicklungsgemeinschaft werden. Die dann den Kurzbezeichnung SEG bekam. Ja, aber nicht wirklich in dem Sinne. Es war ja, es nannte sich für die Obersten, für die Stasi SEG, aber für Wirklichkeit ist Folgendes passiert. Der Heiner Lindner durfte den Stoßdämpfer machen. Hat also von mir die Zeichnung bekommen, den Betrieb genannt bekommen, Firma Achterberg, bin zum Achterberg hin, ich sage, du pass auf, jetzt macht der andere die Stoßdämpfer. Dann ging es ja weiter mit allen Teilen, mit Lenkungsteilen. Ich weiß nicht, wer die gemacht hat, ich glaube, ja, dann irgendein Leipziger gemacht. Es sind also die ganzen Sachen sind aufgeteilt worden. Der Wurm hat dann mit seinem Bruder Rahmen geschweißt. Das Einzige, was ich immer noch gemacht habe, waren Karosserien und ansonsten habe ich mich zurückgelehnt und gesagt, macht mal. Das heißt also, das Auto ist dann regelrecht zerpflückt worden in Einzelteile und ist unter 8 oder 10 Leuten aufgeteilt worden und jeder hat irgendwas gemacht. Und das hat natürlich fantastisch nicht immer hingehalten. Logischerweise.
Wer hat dort die Fäden in der Hand gehabt für dieses Auto? War das dann schon der Uli in Dresden? Oder? Ich weiß es nicht, der Kaspi hat was gemacht, der Uli hat was gemacht, der Alte hat immer Nein gebabbelt. Es war eigentlich eine richtige Linie. Oder dass man sagt, so einmal im Monat gibt es eine Besprechung, Papier auf dem Tisch, hier geht die Logik los, ihr macht das, wie es bei dir ausgegangen, das hat nicht richtig funktioniert, das hat es alles nicht gegeben. Das hätte es geben sollen und müssen. Nun weiß ich ja, dass die ersten Rennwagen, die auch dann die Bezeichnung MT-77 bekommen haben, in vielen Teilen von dir aufgebaut worden sind. Kannst du uns vielleicht nochmal die Baugruppen nennen, die du zur Verfügung gestellt hast für die ersten, sagen wir mal, bis fast 10 MT-77? Alle Bauteile. Kannst du sie nochmal bitte nennen? Das ist Rahmen, Fahrwerk, Achsstreben, Achskörper, Stoßdämpfer, Karosserie, Lenkung, Bremssystem, alles. Wurden die dann in Leipzig gebaut oder wurden die Teile an die Rennsportfreunde ausgegeben, die sich dafür beworben haben? Wie ist das organisatorisch gegangen? Es ist ab dem 5. oder 6. Fahrzeug aus Kostengründen haben die Sportfreunde dann eben die Teile bei mir geholt, haben die Teile bezahlt. Und haben die dann selber in Eigenleistung zusammengebaut. Der Uli hat meistens mitgeholfen und hat die Leitung, Bremsleitung verlegen und Kühler, Wasserschläuche verlegen, sowas gemacht. Aber keine Fertigung von irgendwelchen wirklich wichtigen Teilen. In dem Sinne nicht. Nach den ersten 10 Rennwagen, die gebaut worden sind, hat sich ja dann diese sozialistische Gemeinschaft etabliert, so wie die auf den Staatswegen gewollt worden ist, damit also der Sport einen sozialistischen Anstrich bekommt, weil man ihn hätte sonst vielleicht auch von Staatswegen weiter beschnitten. Dann sind ja die Baugruppen an verschiedene Rennfahrer übertragen worden, dass jeder dann also eine bestimmte Baugruppe zur Fertigung übernommen hat, meinetwegen 10-mal eine Achse, 10-mal einen Rahmen, 10-mal eine Karosse, und dann wurde das dann später, so wie das in den Geschichtsbüchern steht, beim Uli zusammengetragen, und dann jeder ging dann mit Rennwagenteilen nach Hause und hat die dann in seiner Garage weiter konfiguriert. Ist das so aus deiner Sicht korrekt? Ja, das ist ganz schwierig zu sagen, weil ich mich eigentlich dann aus dem gesamten Thema rausgehalten habe und habe gesagt, dann macht mal, weil es macht ja keinen Sinn. Warum soll ich mich verrückt machen, alles nachmessen, um zu sagen, du, pass auf, die Schweißen, das ist eine schwere Reise, kannst du nicht fahren. Aber warum denn? Es gab für mich keinen Grund mehr, nachdem die eine sozialistische Gemeinschaft gebildet haben, zumal ich nicht unbedingt der Sozialist war, den es gab auf der Welt. Habe ich gesagt, da halte ich mich raus. Dazu jetzt eine Frage. Ich habe ja mit dem Frieder Kramer wenige Stunden vor seinem Tod noch über verschiedene Dinge gesprochen, die er technisch entwickelt hat. Es gibt ja da die Geschichte, dass der Frieder Kramer auch an der Achsgeometrie mitgearbeitet hat. Kannst du zu der Geschichte bitte noch was sagen? Ja, dazu kann ich was sagen, dass schon eine Zeit war, was Frieder da gespielt hat. Zum Schluss haben alle wieder ihre Achsgeometrie wieder so zurückgebaut, wie es Auto war. Da ist überhaupt nichts besser geworden. Denn okay. Seine Motoren waren bitterböse giftig und irgendwann haben sie ja dann disqualifiziert, weil er sie übertrieben hatte. Und zwar, Lambda hat ja immer, erläutert, Lambda hieß der bei uns, hatte ja immer eine Kugel, eine Über- und eine Untermaß, eine Normalmaßkugel, die dann immer die Zerstäuberdüsen raus, die eine durfte durchgehen und die andere musste klemmen. So, man konnte also keinesfalls den Vergaserdurchlass rund größer machen. Aber mein Frieder hat es großartig überall gemacht und damit klemmte die Kugel trotzdem. War aber immerhin pfiffig. Naja, war aber nicht klug genug, aber hat es so überall gemacht, dass er durchs Gehäuse rauskam und hat es zugeklebt. Und das haben sie natürlich dann entdeckt. Das war dann, wie nennt man das? Das war das Jahr, wo er eben mal dann nicht fahren durfte, weil wir ihn gesperrt hatten. Hing das dann mit dieser Benzinaffäre zusammen? Nee, die Benzinaffäre war eine andere Geschichte. Die haben sie mir angedichtet, die aber 100%, und das schwöre ich, nicht gestimmt hat. Es war nur eins. Ich denke mal, dass ich den hohen Herrn ein bisschen zu unbequem geworden bin, weil ich eben doch
vielleicht, ja, man durfte zwar alles sagen, was man wollte, aber man musste dann aber dementsprechend vorsichtig denken. So, und das habe ich natürlich nicht immer gemacht. Warum das ganz komisch nachhing, war, es wird ja immer 3 Proben gerne genommen. Und von den 3 Proben ist eine zum Beproben gegangen, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass ich das überhaupt machen könnte, eine Kraftstoffanalyse herstellen. Vermögen kostet sowas, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber die Protestprobe, die war komischerweise verschwunden. Das sagt alles. Du wurdest DDR-Meister 1975, dann wurde der MD-77 gebaut, also im Jahr 1977 kam der auf die Straßen. Und 78 und 79 wurde Heiner Lindner DDR-Meister, wie ich annehme, auf dem MD-77. Was ist deine Meinung, warum er so grandios unterwegs war, ja, mit diesem Auto? So sehr grandios war es nicht, aber er hatte eben immer mal ein paar Meter Vorsprung. Nicht weiter. Und ich, mein Problem war eigentlich immer, deswegen habe ich Bergrennen gehasst, ich kann nicht eiskalt losrammeln. Ich brauche also, ja, schon eine Weile, bis ich richtig in Gang komme. Ich könnte also niemals Formel 1 fahren, Gottes Willen. Eine Runde und die beste Zeit fahren, ging gar nicht bei mir. Und deswegen bin ich immer erst relativ Mittelfeld gewesen. Und dann habe ich mich, und das hat mir aber eigentlich am meisten Spaß gemacht, durchgekämpft. So, das hat Spaß gemacht. Vorne wegfahren, das war stinklangweilig. Der Heiner Lindner hat ja sehr zeitig, wenn man die Bilder sieht, die er, wo er fotografiert worden ist, der Heiner Lindner hat ja sehr zeitig diese Haube über dem Motor weggeschnitten. Es ist ja recht lustig, das Auto im Profil zu sehen. Es kommt Karosse, dann kommt ein Kopf vom Heiner, ein Stück weit Überrollbügel und dann ist plötzlich nur noch Zylinderkopf zu sehen. Was sagst du zu dieser Veränderung der Karosserie? Ja, Heiner hat doch schon recht seltsame Denkvorgänge manchmal gehabt. Schluss alles, mehr kann man dazu nicht. Aber er war immerhin schnell. Ja, das ist in Ordnung. Er hätte deutlich schneller sein können, wenn er das durchgelassen hätte. Mhm. Es gab ja dort die Meinung, es gab ja dort verschiedene Meinungen. Die einen haben gesagt, es ist, wenn man es abbaut, ist der Hitzestau vom Motor weg. Die anderen haben wieder gesagt, ach so, und dann noch Karosseriegewicht, weil das sind ja auch vielleicht ein Kilo. Und die anderen sagen, ja, dafür ist aber die Windschlüpfrigkeit besser, weil ja der Wind um den Kopf nicht so eine große Verwirbelung bringt. Im Gegenteil, die Verwirbelung eventuell den Motor besser kühlt. Was sagst du zu diesen Argumenten? Ja, theoretisch darf erstmal ein Motor gar nicht durchströmt werden, weil es einen Luftwiderstand ergibt. So. Und dann fehlt als zweite aerodynamische Vernunft das Heckteil, was ja mit dem Kopf zusammen einen Tropfen bildet und eigentlich im Grunde genommen fast keinen Luftwiderstand bringt. So. Deswegen ist es für mich nicht sonderlich erklärlich, was er sich dabei gedacht hat. Aber Heiner war schon immer ein Eigenbrötler und es musste immer anders sein wie bei anderen. So, das hat er ja mühelos geschafft. Du hast ja in welchem Jahr aufgehört mit dem Rennsport? 1982 in Schleiz mitten im Rennen habe ich aufgehört. Da ist mir, weil da stand wieder dieser Stasi-Kotzbrocken da und drohte mir wieder. Und da habe ich gedacht, was ist denn jetzt los? Runde rum, raus, Fahrerlader, kam der Kühler an, da war damals dann mein Mechaniker. Ich sag, was ist mit dem Auto? Das klang doch gut, lief da. Ich sag, ich habe aufgehört, Wien aufgehört. Ich sag, ich fahre nicht mehr rennen. Ich sag, wir laden das Auto ein, ich fahre jetzt nach Hause Ende. Und hat dieser Mann, der dich da bedroht hat, hat er auch einen Namen? Ja, das war der Generaldirektor von Minol in Berlin. Das war ja noch viel schlimmer. Zum Pokal der sozialistischen Länder wurde ich ja hinten reingestellt als Letzter. In Schleiz. Und da habe ich natürlich dementsprechend Wut. Und habe ja dort auch gewonnen, von der letzten Stelle her. Habe die alle niedergekniet. Und der hat so da gestanden, hat, oh Gott, so langsam fahren, weil ich ja nicht in der Nationalmannschaft fahre und dadurch die Nationalmannschaft durch meinen Sieg weniger Punkte kriegt. Oh, das war mir so scheißegal. Wenn die Lampe grün wurde, da wurde gefahren. Ende. Das ist ganz einfach. Und das war eigentlich schon so. Und dann auch anschließend, im kommenden Jahr, haben sie dann eben das Kunststück mit dem Kraftstoff gemacht mit mir. Und dann habe ich gesagt, Schluss, das macht keinen Sinn mehr. Du hast ja hier erwähnt, dass du dich selbstständig gemacht hast.
Kannst du kurz mal umreißen, was deine Tätigkeit waren, die auch dazu geführt haben, dass du den Sport so genial unterstützen konntest? Was hast du gearbeitet? Ich habe von 1957 bis 1959 Kfz-Schrotter gelernt, dann 1964 bis 1967 Kfz-Meister und seit 1974 selbstständig im Kfz-Gewerbe und zwar hauptsächlich in der Polyesterverarbeitung. Und zwar habe ich für den Wartburg, für den Export, die Spoiler gebaut, fürs Werk Eisenach. Ich habe für die ersten, glaube ich, 100 Trabant, das war Staatsplanvorhaben, habe ich die Motorhauben gebaut fürs Werk, weil die russischen Presswerkzeuge nicht funktioniert haben, weil die ganzen Hauben alle Ausschuss waren. Das war also so der Beginn hauptsächlich also Polyesterarbeiten, aber eben schon durch den Bau von Rennmotorrad und vielen anderen Dingen hat man natürlich automatisch, ist das ja, in Fleisch und Blut übergegangen. Und da das alles eigentlich noch ganz vernünftigen Logik entsprang und ich nicht missgebildet war, durch weiß der Teufel was wem, ich habe mir meine eigenen Gedanken gemacht, ich habe meine eigenen Erfahrungen verarbeitet. Bin dabei hin wieder mal auf die Nase gefallen, aber das passiert jedem. Aber im Grunde genommen habe ich es immer wieder geschafft, daraus Erkenntnisse zu ziehen und die waren eigentlich für mich nützlich. Und das Verblüffende ist immer wieder für mich, heute ist der Mensch ja Handy- und Computergläubig. Tja, gut, Handy ist eine Krankheit mittlerweile. Computer, der weiß nur das, was er mal erklärt gekriegt hat. Also hätte mir ein Computer nie was geholfen. Denn wenn ein Computer alles könnte, dann gibt es keine Versuchsstrecken, keine Versuchsfahrzeuge. Er kann die große Linie machen, das ist in Ordnung. Aber mehr nicht. Und mein Computer war halt die Presspappe auf der Erde, die 2 Meter mal 3 Meter. Mit einem Hammer, Nägeln und einem Zollstock. Genial. So. Hartmut, 1981, also im Winter 80, 81, habe ich ja mir damals auch ein MT-77-81 aufgebaut. Also ja auch das Jahr widerspiegeln, wo der Rennwagen zur Fahrt kam. Da habe ich ja von dir noch eine Karosse gekauft. Das heißt, die habe ich über den Uli bekommen. Ich weiß auch, in der Ferne dann später hast du ja dann für den B1000 traumhafte Karosserien gebaut, diese Transporter. Das ist ja was gewesen, was eigentlich so auch im Westen schon gar nicht mehr, oder was im Westen gerade der Stand der Dinge war. Die hast du ja auch noch gefertigt. Ja, das war einfach. Ich hatte einen guten Holzwurm. Ich sage, los, das machst du mir mal ein paar fertige Formen aus Holz. Die haben wir immer so gemacht, dass man die eben der rechte wie die linke Seite machen konnte, also von einer Form. Die war so doppelseitig zu nutzen. Ja, und so eigentlich ist es entstanden und es gab Ersatzteile für die B1000-Rahmen. Damit konnte man natürlich auch den Rahmen verlängern, gleich mit den Originalteilen. Da gab es auch die originalen Verstärkungsflanschen, das war also alles da. Deswegen war es also keine Anstrengung, aus dem B1000 ein längeres Fahrgestell zu machen. Und manche wollten eben eine Doppelachse hinten, und zwar alles ganz anders. War eigentlich, weil der B1000 auch Baukastenprinzip vom Fahrwerk her hatte. Hast du eigentlich diese Karosserien dann so weiterentwickelt oder in solchen Stückzahlen gebaut, dass die eigentlich dann, sagen wir mal, offiziell auf den Straßen mehr zu sehen war, als wie ich sie nur im Fahrerlager immer gesehen habe? Nur 4 Stück davon. Nur 4 Stück. Es war einfach der Heiner Lindner, der Siegert, ja gut, ich auch, ich weiß nicht, irgendwer hatte noch einen. Also das waren 4 Stück, die ich gebaut habe. Und das war es dann auch? Das war es dann auch, weil es gab ja keinen Grund mehr zu bauen. Eigentlich habe ich ja nur für mich gebaut. Da war ja nicht dafür gedacht, als Serienteil unter die Massen zu kommen. So, das habe ich eigentlich auch für mich gebaut. Damals war der Heinz Siegert eben auch bei mir noch im Betrieb Mitarbeiter. Oh, kannst du nicht für mich auch eben machen? So, ja, Heinz, mache ich. So ist da fast im Nulltarif, so aus Material zahlst du wenigstens. Ist so in der Arbeitszeit. Die machst du, du kannst gerne nach Feierabend alles nutzen. Ich habe keine Lust damit zu machen. Ich sage, wenn du nicht mehr weiterkommst, helfe ich dir, das ist klar. Dein Betrieb hatte wie viele Mitarbeiter? Mit mir 3. Respekt dafür, was da an Leistung herausgekommen ist. Ja, das war ja, ich habe die Rettungsboote für
Seefahrtsamt zum Beispiel, da gab es damals eine Außenministerkonferenz der Ostsee-Anrainerstaaten. Und dort wurde gefordert, dass in Küstennähe Rettungsboote stationiert werden sollten. Dass also bei irgendwelchen Seeunfällen sofort ganz schnell die Mannschaft raus konnte. Ja, da habe ich dann vom Seefahrtsamt, weil ich dort einen relativ guten Draht hatte, wir haben uns erstmal zusammengerauft, weil wir etwas gegeneinander waren, aber der Hafenkapitän war auf Draht, hat dann den Kopf eingesetzt, das hatten wir sehr gut, weil ich mit meinem Hausboot im Seewasserstraße war und das hätte ich nicht gedurft. So, weil ich ja, das ist so eine Art Grenzgebiet, so ein Zwischending, ich habe gesagt, ich habe wirklich alle Bücher durchgelesen, dass ich keinen Fehler mache. Ich sage alle Gesetzblätter. Ich sage, ich habe ein ganz gutes Gewissen. Das ist auch ein Problem. Sie müssen Bordbuch führen, damit wir wissen, wer an Bord ist. Ich sage, das muss ich auch nicht mit dem Hausboot. Nein, deswegen müssen wir ein Motorschiff draus machen. Ich sage, das ist mein Hausboot zu schmal, da fehlt ein Zentimeter an Breite. Ja, das müssen wir nochmal vermessen, vielleicht kommt dann der Zentimeter noch bei raus. Hartmut, deine Ausführungen zum MT 77 haben mir offeriert, dass du ein sehr wesentliches Bauelement des MT 77 gebaut hast, sicher auch entwickelt hast, das war die Karosse. Nun ist ja eine Karosse zu bauen nicht unbedingt etwas, was man zwischen Frühstück und Gänsebraten macht, sondern das muss ja im Windkanal optimiert werden. Wie bist du denn eigentlich auf diese Form gekommen, die ja am Anfang noch kein Heckflügel hatte, wenn ich mich richtig entsinne? Ja, die durfte noch nicht gebaut werden. Ja. Die Genehmigung kam erst ein Jahr später. Deswegen sind wir also das erste Jahr auch mit dem kurzen Heck gefahren und haben das dann um ungefähr 18 cm verlängert. Und dann auch den größeren Diffusor gebaut, der übrigens in der Formel 1 erst 6 Jahre später zum Tragen kam. Wir waren also immer viele Jahre voraus. Okay, komme ich nochmal auf die Frage zurück, auf den Kern. Neue Karosse ist ja immer eine Herausforderung. Trifft man denn jetzt die Windschlüpfrigkeit? Wie bist du da gedanklich vorgegangen, um das zu optimieren? Es gibt im Unterschallbereich gibt es eigentlich eine ganz, ganz einfache Aussage. Das habe ich aber auch mal so einem Professor gesagt. Der dann fragte, wie sind Sie auf den Gedanken gekommen? Da habe ich gesagt, haben Sie sich schon mal die Hände gewaschen? Und haben schon mal geguckt, wie ein Wassertropfen aussieht, wenn er einzeln für sich alleine runterfällt. Ich sage, das ist die optimale Form im Unterschallbereich. Ich sage, und das System habe ich bei dem MT 77 verwirklicht. Wenn du den Fahrer drin sitzen siehst mit dem Helm, das ist das Oberteil ein Wassertropfen. Das Teil drunter ist auch wieder ein Wassertropfen. Das Oberteil, das flache, ist ein Tragflächenprofil, ein ganz mildes Tragflächenprofil für den Anpressdruck, der also nicht wahnsinnige Kraft wegfrisst. Die Haubenspitze, die haben mich immer blöd angeguckt. Ja, sie ist ja hochgestellt, da kriegst du gar keinen Abtrieb. Es ist eigentlich ganz einfach. Ein Fahrzeug, was Abtrieb braucht, braucht natürlich Leistung. Also musst du mal Abtrieb schaffen. Es gibt ja kein Perpetuum mobile, aber einen Abtrieb schaffen, das eigentlich auch schon von Haus aus, wenn es keinen Abtrieb bringt, Leistung kostet. Und das war der Unterbodenschutz. Das heißt also, ich habe den Unterboden, vorne war die Haube leicht angestellt. Dann kommt theoretisch das platte, glatte Blech. Und dort habe ich aber in der Mitte von dem glatten Blech, dass das Blech auch leicht nach unten durchgebogen war. Damit ergab sich im Zusammenschluss mit dem Diffusor hinten ein negatives Tragflächenprofil, was eine extreme Saugwirkung hatte, so einfach ist das. Sind das dann die Vorgänger gewesen von diesen sogenannten Wing-Car-Effekt, die dann in der Formel 1 auch einzugehalten haben? Die Wing-Car ist natürlich so, ich habe natürlich bei meinem Fahrzeug einen relativ großen Verlust gehabt, weil ja Luft ist genauso faul wie der Mensch, das sieht immer zu, dass es ohne viel Arbeit zu leisten wegkommt. So. Und dadurch ist natürlich nur ein gewisser Teil davon zum wirklichen Tragen, zum Abtrieb gekommen.
Es hätte natürlich, wenn ich Schürzen gehabt hätte, hätte es natürlich auch Leistung ohne Ende gekostet, weil ja dann der Abtrieb wirklich da ist, ja, kommt ja nicht vom lieben Gott, der kommt irgendwie vom Motor her, der es schaffen müsste, sondern das war also immer so die Balance zwischen Abtrieb und noch zur Verfügung stehender Leistung. Seid ihr mit diesen Versuchen mal in den Windkanal gegangen? Habt ihr das mal ausprobiert? Oder seid ihr auf der Autobahn mit einer Filmkamera parallel zum Rennwagen gefahren? Wie habt ihr denn das umgesetzt? Eigentlich gar nicht. Wir haben einmal einen Windkanalversuch gemacht. Eigentlich hätten wir nicht machen brauchen. Der war in Dresden war das. In Dresden. Dort ist der einzige, den wir damals nutzen konnten. Und da habe ich aber eigentlich an dem Fahrzeug, da haben die alle da gestanden, Mund aufgerissen und auch die großen, hochdotierten Professoren und haben nicht begriffen, was das für wenig Luftwiderstand hat. Und da hat mich da so ein Oberguru gefragt, wie ich denn auf die Idee gekommen bin, wo ich dann gesagt habe, schon mal die Hände gewaschen, Wasserdruck mal angeguckt. Das war so das Ergebnis. Das einzige Ergebnis war, beim zweiten Mal haben sie das nochmal gemacht. Wir waren ja nochmal dort. Jetzt aber erst vor, ich weiß nicht, das sind schon wieder 10 Jahre her, 15 Jahre. Da habe ich festgestellt, oh Scheiße, du hast deinen Rückspiegel einen Hauch zu hoch. Die waren so viel zu hoch. Da war hinten am Heckflügel so ein breiter Streifen, wo nichts war, wo also keine Bildung. Da habe ich ganz schnell so viel tiefer gesetzt, top. Ja, das sind dann so Sachen, Feinheiten, die du im Windkanal mitkriegst. Und nun muss ich noch was sagen, oh Gott, ja. Folgendes, die Kühleranordnung, das weiß keiner, ist total falsch. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, wenn du mit neuen Kühlern gefahren bist. Nach einer Viertel der Saison waren die Außen schwarz. Ist das aufgefallen? Ja. Hast du schon mal gefragt, warum? Weil der, das ist eben das Bekloppte, also auf einer Fläche, wo der Wind dran lang streicht, ist immer Sog, extremer Sog. Also sind die Kühler nicht eingeblasen worden, sondern die haben die Bremsenstaub von der Hinterachse sich da durchgesaugt nach außen raus. Nicht also Staubdruck hier vor den Rädern, also alles schnulli. Zur Erkenntnis. Das weiß auch keiner. Ich sage das jetzt bloß. Das hat doch keiner darüber nachgedacht. Ich komme auf deine Zeit zurück als internationaler Kader, du warst ja Mitglied der Nationalmannschaft, hast du auch die damals hieß es ja die sowjetischen Freunde, die Tschechen, die Polen fahren sehen. Mich würde mal interessieren, wie du damals, als du vom HTS zum MT gegangen bist, also wo du auch dann auf der Blüte deiner Rennsportzeit warst, wie du das technische Vermögen oder die Konstruktionsfähigkeit unserer sozialistischen Bruderländer einschätzen würdest. Die lieben Russen hatten ja damals auch schon den Estonia. Der war ein paar richtig lustige Fehlkonstruktionen dabei mit Seilzug und Federung. Was also, ja, wie sie auf die Idee gekommen sind, weiß ich nicht. Haben sich auch von Jahr zu Jahr deutlich verbessert und haben zum Schluss wirklich sehr gute Fahrzeuge gebaut. Bei den Tschechen war es ähnlich. Wobei natürlich zum Beispiel die Flugzeugfabrik Avia hat natürlich extrem viele Entwicklungsleistungen gebracht. Die waren also dann irgendwann mal wirklich gleich, zumindest zu der Zeit, in der ich noch im Rennwagen gesessen habe. Der MT-77 hat dann in der Tendenz natürlich gegenüber den Neukonstruktionen Boden verloren. Aus zwei Gründen einfach. Einmal, oder der Hauptgrund war, dass diese langen Rennstrecken, die wir kannten, 12 Kilometer Hochgeschwindigkeit, Schleiz, übrigens Frohburg war noch schneller in der Hochgeschwindigkeit, deutlich, da hatten wir also einen Riesenanteil Hochgeschwindigkeit. Es geht ja Abstart und Ziel, konnte man alles vollfahren, Hang runter, alles vollfahren. Und dann gab es eh mal kurz am Teich mal ein bisschen was und dann um die Ecke rum, an den Garten vorbei, ging es wieder voll. So, das waren eigentlich alles Hochgeschwindigkeitsstrecken oder Autobahnrennstrecken,
wo es eigentlich immer da hinten eine Wende gab und eine kleine Kurve. So, darauf war eigentlich das Auto vom Fahrwerk und aerodynamisch ausgelegt. Und dann kamen diese Carbon-Rennstrecken langsam zum Tragen, die also als mehr Kurven wie Geraden bestanden und auch als, wie heute, wenn man jetzt den Sachsenring sieht, das ist also wie Nudeltop ist das. Das ist ja eine Kartstrecke geworden mittlerweile. Da hat natürlich dann unser Radstand nicht mehr gepasst. Wir hätten also einen breiteren Radstand haben müssen und kürzeren Radstand, sodass sich die Autos eigentlich wie Carwagen fahren lassen. Und das machen eben jetzt die 1989 noch reingekommenen sowjetischen Rennfahrzeuge. Die haben eben diesen breiten Radstand und den kurzen Achsabstand. Und die fahren sich natürlich jetzt deutlich besser. Weil man eben einfach, der MT hatte ja ein Riesenproblem in ganz schnell gefahrenen Kurven, fing der ja an, über die Vorderachse zu schieben. Und da konnte man machen, was man wollte, der schob eben. Wenn man ein bisschen schlitzohrig war oder ein bisschen Auto fahren konnte, wusste man aber, man musste dann immer mal ganz kurz lupfen. Und dann drückte der immer. So, und damit war das egal, ob der über die Vorderachse schob. Und der Bruchteil von einer Zehntelsekunde mal lupfen, das sind immer so 10 cm gewesen, die der gerückt hat. Das hat also immer gepasst. Das hat doch gar keiner mitgekriegt. So, Uli hat es beherrscht, Kaspi hat es beherrscht, ja, ich auch. Und ich weiß nicht, ob es noch ein paar andere sind. Der Siegert in der ersten Zeit eher. Ich meine auch der Manfred. Meine Günther war auch gut, ja. War auch von dieser, ja, von dieser Sprungtechnik, will ich es immer mal nennen. Ja, es ging doch gar nicht anders, wenn ich schnell sein wollte. Es ging nicht anders. Sonst hättest du das Gas wegnehmen müssen. Kommen wir mal auf die Konkurrenz zurück zwischen den sozialistischen Ländern und der DDR. Du hast in einem Fernsehinterview, was ich vor zwei Tagen noch einmal gesehen habe, geäußert, als der MT-77 kam, waren wir Lichtjahre voraus. Das sehe ich genauso. Ja, das sieht man auch an den Ergebnissen im internationalen Vergleich der Pokalläufe. Später dann aber, so Mitte der 80er Jahre, hatten wir dann doch schon zu tun. Da waren Asmar und so weiter, Lim war noch rasend schnell. Aber was würdest du sagen, ist die Ursache, warum konnten wir dort nie, ich sage mal wieder, so abschließen, dass wir ganz dominant waren? War das nur das Aufkommen der Mototroms und damit das Erfordernis eines kurzen Autos? Oder was würdest du aus deiner Sicht sagen? Sagen wir mal ganz einfach, wir haben die Zeit, ein neues Auto nach 6 Jahren zu bauen, ist verschlafen worden. Dieses Auto, der MT-77, war der Idealfall, 5, 6, 7 Jahre lang für die Rennstrecken. Aber nachdem die Mototrome aufkamen, war der MT-77 rettungslos danieder. Da konnte man bauen, was man wollte, machen, was man wollte, erfinden, was man wollte. Wenn das Fahrwerk von der Breite und vom Achsabstand nicht mehr stimmt. Die Aerodynamik war nicht mehr so ausschlaggebend, weil nicht mehr die hohen Geschwindigkeiten gefahren wurden. Es ging also wieder darum, man konnte mehr Antrieb fahren. Und all das ging eben nicht mit dem MT-77. Es ging nicht. Er war eben, wie alle Rennwagen, werden eigentlich nur für eine Saison gebaut. Das wäre natürlich bei uns unmöglich gewesen in unserem Land. Aber er war technisch zumindest so gut ausgereift, dass er viele, viele Jahre der absolute Spitze war. Um das mal so vorsichtig auszudrücken. Hartmut, wenn ich jetzt dein Leben so zurückschaue, stellt man ja immer eine Frage. Was war denn eigentlich dein schönstes Erlebnis in der Rennsportzeit, wo du aktiv warst? Wo sagst du, was hat mich so richtig fasziniert, das hat mich vorangebracht oder das war ein Erlebnis, was ich heute gerne nochmal hätte? Das ist schwierig zu sagen. Es hat eigentlich, sagen wir generell, hat mir das Rennfahren und das Konstruieren gleichmäßig den Spaß gemacht. Ich konnte also niemals sagen, was ich lieber gemacht hätte, zu fahren oder zu bauen. Und manche Rennen habe ich, um das mal so zu sagen, versemmelt, weil ich mehr ausprobiert habe beim Fahren, wie den Drang gehabt zu haben, zu gewinnen. Und es ist also ganz schwierig. Natürlich, es gab ein paar ganz lustige Sachen, ein paar schöne Sachen. Ja, Schleiz zum Beispiel, meine Lieblingsrennstrecke, wenn ich dort gewonnen habe und die Pokalläufe als letzten Platz ja niedergekniet habe, das hat natürlich Spaß gemacht, das ist schön. Aber
richtige, endlose Höhepunkte, nee, eigentlich nicht. Das Bauen war eigentlich mein Höhepunkt. Das war eigentlich die wirkliche Befriedigung zu sehen, dass ich das, was ich mit meinem Pappcomputer gebaut habe, funktioniert. So wie ich mir das vorgestellt habe, funktioniert. Das war eigentlich das Größte für mich. Ich würde dir noch eine gegenteilige Frage stellen. Was würdest du meinen, waren dein schlechtestes Erlebnis? Soweit ich gesehen habe, Unfälle haben sich ja bei dir soweit in Grenzen gehalten. Was würdest du sagen, würdest, also da hättest du in deiner Motorsportlaufbahn drauf verzichten können? Eigentlich ganz wenig, ganz wenig. Vielleicht einer der, sagen wir mal, im Hinterkopf bei mir noch verankerten Sache ist der Sachsenring. Und zwar die Abfahrt durch den Wald, an solchen Bäumen vorbei, über der Brücke bis zum Wasserwerk und das zu zweit nebeneinander. Das ist heute noch, wenn ich auf den Sachsenring fahre, kriege ich heute noch Gänsehaut. Aber richtig. Hartmut, du hast ja vorhin erzählt, dass ihr sehr viel in Eigeninitiative gemacht habt. Ihr als Menschen habt das selbst gemacht, du hast deine Firma mit integriert, so wie das der Uli Melkus in Dresden mit seiner Fahrschule gemacht hat. Gibt es Betriebe oder Institutionen, die euch so in sozialistischer Hilfe unterstützt haben? Ich weiß zum Beispiel, wenn wir gesagt haben in Dresden, wir brauchen da Unterstützung für den Rennsport, da ging eigentlich in vielen Betrieben die Türen auf und Rennsport war nun mal neben dem Fußball eine Domäne, da wollte man unterstützend wirken. Aber das war ja mehr das Kleine. Gab es aber für diese grundlegenden Dinge, um den MT-77 aufzubauen, Unterstützung von Betrieben, Institutionen? Ja, es gab zum Beispiel von der Firma Krause in Leipzig, machten diese Krankenfahrstühle, diese motorisierten. Die wurden ja aus Rohr, Stahlrohr verschiedener Sorten und Qualitäten gemacht. Und der Meister dort und der große Boss, die haben gesagt, der Hartmut, pass auf, mein Hermann hat die Schnittzeichnung gemacht, wie lang das Rohr sein muss, wo es eingefräst werden muss und ähnliches. Und die haben dann für mich alles zugeschnitten, zugefräst. Ohne das, natürlich, das Material habe ich bezahlt, aber das haben sie eben gemacht. Und es hat auch die Alu-Firma, die Container gebaut hat, VEB Containerbau war das, diese 20 und 40 Fuß Container Alu, die haben die Lenk. Ja, das Lenkgetriebe, das Gehäuse, das waren ja zwei Trabi-Lenkgehäuse, die dort aneinander geschweißt wurden. Das haben die gemacht und auch die Alu-Schweißarbeiten, was den Tank betrifft, das haben die alles gemacht, unentgeltlich. Und es hat schon Unterstützung gegeben. Es hat auch viel Unterstützung gegeben, die eben, sagen wir mal, nach Feierabend passiert sind, wo eben der Alte nicht davon wissen durfte. Der Alte, du sprichst vom Chef der Firma. Oder Chef oder der Herr Direktor, das nicht unbedingt wissen durfte. Aber das war immer noch von den Meistern gestützt. Das war also, die haben immer noch einen Deckel drüber gehalten. Ja. Also die haben uns nicht verpetzt. Wie war die Unterstützung des ADMV? Wir haben ja hier in Leipzig die Abnahmestelle gehabt, des ADMV, für die Rennwagen, die ja immer technisch abgenommen werden mussten, wenn also neuer entstanden ist. Gab es da Unterstützung? Gab es generell vom ADMV Unterstützung? In deiner Zeit gab es da Geldzuflüsse, wo man gesagt hat, okay, dafür geben wir da ein paar tausend DDR-Mark aus? Es hat keinen Pfennig gegeben. Keinen Pfennig. Nichts. Nichts. Das einzige Geld, was ich bekommen habe, ist von der Fabrik Orwo, damals im Werbevertrag. So. Aber für die Entwicklung oder Bau hat es nichts gegeben. Bestenfalls intelligente Sprüche, die aber dem Auto nicht geholfen haben. Gehen wir nochmal in deine Sturm- und Drangzeit zurück. Ich nenne sie mal die Mitte der 70er Jahre. Nehmen wir mal theoretisch an, die Wende wäre dort gekommen und du hättest gesagt, jetzt kann ich Rennfahrer werden. Wo hättest du dich, wenn man das jetzt mal so sagen darf, wo hättest du dich damals im Motorsport gesehen des westlichen Auslands? Also wenn ich jetzt nachrechne, du sagtest 1975, da war ich 24 Jahre alt, rund um den Daumen. Gar keine Chance hätte ich gesehen. Gar keine, viel zu alt. Ich hätte mit 4 Jahren anfangen müssen, Kart fahren. Dann die Aufbauformeln mit 14 Jahren fahren müssen.
Dann die Formel 4 mit 16. Das wäre dann was geworden. Das geht nur, wenn ich mit 4 Jahren als Hosenscheißer anfange. Und da hilft weder Können noch Wissen, sondern es hilft nur Training. Und das kurz nach dem Windelwechseln anfangen. Und das ist heute gang und gäbe. Wenn man so die Karrieren jetzt sieht, wie die ablaufen, was sie angefangen haben, in was für ein Alter, mit 19 der Formel 1. Das geht nur, wenn ich eigentlich mein Leben nur im Auto verbracht habe. Wenn ich sehe, 6000 Trainingsstunden. Wie viele Trainingsstunden hatten wir im Jahr? Zu den Rennen. Ja, aber das sind Trainingsstunden. Teststunden. Nach, vor dem Rennen. Nicht als Trainingszeit. Ja, das sagt eigentlich alles. Die Begründung, die du gegeben hast, ist ja sehr, sehr schlüssig. Würdest du sagen, dass das auch ein Grund dafür ist, warum nach der Wende dann so viele Rennfahrer, die ja abrupt aufgehört haben, im Westsport nicht den Fuß gefasst haben, eigentlich überhaupt keinen, wenn man das salopp sagen darf, Stich gesehen haben? Ja, es war keine Grundlage vorhanden. Wir waren einfach, wenn man das überlegt, in welchem Alter haben wir denn überhaupt angefangen, mit dem Auto Rennen zu fahren? Das ist ein Alter, in dem in modernen Industriestaaten die Fahrer in die Rente gehen. Da haben wir angefangen. Und wann konnte man denn anfangen? Erst wenn man Betrieb hatte und Geld hatte. Und den hatte man nicht mit 16. Das ist auch eigentlich so die Zeitspanne. Wir haben heute, 25 Jahre nach der Wende, eine Tendenz in unserem Formelrennsport, die mich ein bisschen betrübt macht. Und zwar, zu dem einen gibt es Rennfahrer, die möchten gerne mit ihrem alten Rennwagen noch Rennen fahren. Die wollen zeigen, dass der Rennwagen noch das hergibt. Sie wollen sich zum Teil auch selbst bestätigen. Viele lassen ihre Kinder damit fahren und die Ergebnisse sind sehr beachtlich. Das sind die Rennen fahren wollen. Dann gibt es eine andere Gruppe, die sagen, wir wollen den Rennwagen so erhalten, wie er ist. Wir wollen eventuell sogar noch Rennwagen neu ins Leben rufen, die also in der Neuzeit erst gebaut werden. Aber wir wollen das Oldtimer-Gefühl erhalten. Nun weiß ich ja, dass du beiden Lagern zugetan bist, dass auch die Lager sich bei dir aussprechen, um von dir Rat zu holen. Was würdest du offiziell sagen, wie würdest du versuchen, hier diesen gordischen Knoten, der auch die Rennfahrgemeinschaft teilt, der sie nicht zusammenführt, was würdest du denen für eine Empfehlung geben? Das ist eigentlich ganz schwer. Es sind also zwei getrennte Lager mit zwei total verschiedenen Ausrichtungen. Das ist einmal die Ausrichtung, Rennen zu fahren. Das ist die teure Ausrichtung. Denn dort muss ich eine Lizenz haben. Dort muss ich den entsprechenden Sturzhelm haben, der zugelassen ist, feuerfeste Wäsche etc. etc. Also endlos weiter. Das ist also erstmal vom Aufwand, zumal es geht ja weiter. Nicht, dass ich nur einmal einen Rennkombi kaufe. Die hat ja Ablaufzeiten. Daheim hat Ablaufzeiten. Es hat alles Ablaufzeiten. Und das sind jedes Mal 2.000-3.000 Euro fällig. Und das alle 2 Jahre im Schnitt. Das ist also sehr, sehr viel Geld. Also ist das schon mal nur einem ganz bestimmten Klientel vorenthalten. Und dann ist noch das andere Thema bei denen, die Rennen fahren wollen, dass das Rennen als solches Geld kostet, denn die Mietpreise einer Rennstrecke und dort Rennen zu fahren, ist eine total andere, wie eine Demonstrationsfahrt durchzuführen. Das sind also finanziell richtige Welten. Und dadurch ist es durchaus vorstellbar, dass dann doch das Lager leider gespalten ist, aber verständlicherweise gespalten ist, weil es finanziell ein höllischer Unterschied ist. Ich kann eben in der Demonstrationsfahrt mir noch einen Alu-Top über den Kopf stülpen mit dem Bindfaden dran als Kinnriemen. Da sagt keiner was. Ich kann auch mit meinem Anorak im Auto sitzen, sagt keiner was. Und Spaß macht es trotzdem, das Autofahren. Und das ist eigentlich das Wichtigste, dass jeder nach seinen Möglichkeiten, ideell und finanziell, immer noch den Oldtimer-Sport betreiben kann. Die einen mögen es wild, die anderen mögen es ruhig.
Also wärst du vom Grundsatz her dafür, dass beide die kriegt man nicht zusammen. Klassen, ja, die haben aber beide Daseinsberechtigung. Ja, logisch. Aber der Gedanke, den man so doch manchmal im Kopf hat, der sagt, Mensch, dann macht doch gemeinsam, ihr fahrt eure ruhige Sachen, die fahren, das geht aber nicht, das ist schon juristisch nicht machbar, weil es schon von der Motorsportbehörde nicht geht. Weil eben, wenn dort Rennen gefahren wird, dann müssen auch andere, die dort nicht schnell Rennen fahren wollen, aber auch wenigstens eine Lizenz haben, müssen die richtigen Bekleidungen haben, etc. Und der ganze Krempel, der dann noch so hinten dran hängt, der damit kommt. So, und deswegen wird es also immer zwei Gruppen geben. Die jungen Wilden und die alten Wilden und die jungen Ruhigen und die alten Ruhigen. Es wird also immer... Du hast mir jetzt eine sehr gute Überleitung gegeben. Könntest du dir vorstellen zu sagen, okay, in den nächsten Jahren, wo ich noch gut beieinander bin, dass ich dieser Traditionsgruppe vorstehe, dass ich noch recht lange meinen Einfluss, meine Kreativität, meine Energie und vor allen Dingen, was unschätzbar ist, deine Erfahrung dort vermittelt. Könntest du dir vorstellen, dass du eine solche Gruppe führen könntest, wo die das alles nochmal zusammenfasst? Das ist möglich. Ich war ja lange Zeit der Präsident der historischen Automobilinteressengemeinschaft Ostdeutschland, Heiko. So. Aber was ich eben mache, wenn die Frage kommt, um Gottes Willen, und eine Frage haben, selbstverständlich, da gibt es bei mir keine Geheimnisse, ob das, wer ist der Teufel, wer ist, ob das von der wilden oder von der ruhigen Truppe, vollkommen egal, die können fragen, den stelle ich der Achse wieder richtig ein, dass das Auto wieder richtig fährt. Die haben ja das ganze, einen Haufen Grundwissen ist ja gar nicht mehr da. Das ist weg. Und dann kommt eben Hans Sieber, eben ein so, oh, mit Scheiße, mein Auto fährt sich ganz blöd. Es war Estonia, aber am Ende hat es vier Räder. Und mit den vier Rädern muss man die eben schon mal so hinstellen, dass sie auch dann das machen, was ich gerne möchte. So, deswegen, ich habe keine Probleme, also weiterhin, und das mache ich ja intensiv mit allen Fahrern und auch mit deren Vorständen zu reden. Zu machen und meine Erfahrung dort mit einbringen. Aber ich möchte mich niemals in der Abteilung A oder in der Abteilung B festbeißen. Denn damit würde ich auf der einen Seite ja, ein bestimmtes Klientel verlieren, mit dem ich auch gerne rede. Und das möchte ich einfach nicht. Ich habe gestern noch einen Brief gelesen, dass eine notarielle Interessengemeinschaft gegründet worden sei, wo du im Vorstand bist und andere weitere drei Rennfahrer. Es wäre notariell beglaubigt worden und es wäre dann aber weiter nichts passiert. Wie ist da der Stand? Ja, genau so, wie das jetzt gesagt, der Stand. Keiner weiß es und alle machen mit. Also habt ihr dort einen e.V. gründen wollen? Das ja, aber eben, es ist im Gern und im Machen und ich unterstütze, aber ich möchte mich also wirklich weder dort richtig binden noch da. Aber das weiß er eigentlich auch. Okay, also diese Interessengemeinschaft, die ist also nie gegründet worden, sagt man. Die ist nie in dem Sinne so laufen kann. Nee. Weil ich habe nämlich vergeblich versucht, eine Art Statut oder eine Art Agenda zu finden, alles, wo eigentlich angedacht, alles aufgeschrieben steht, was eigentlich das soll. Es war alles angedacht. Angedacht und ich bin ja ganz froh, dass es nicht so ist, denn das gibt dann schon wieder Reibereien am ersten Tag. Na gut, aber der Vorteil wäre natürlich aus meiner Sicht, wenn man mal die Rahmenbedingungen festlegt. Zum Beispiel, wer alles in diese Oldtimer-Gemeinschaft integriert werden kann. Weil zum Beispiel beklagen sich die Fahrer, die heute noch Zigarren haben, dass sie dort überhaupt nicht integriert werden, sondern die Geschichte beginnt eben beim MT-77. Und was war denn vorher? Wir haben ja dort leider Gottes ganz, ganz wenige Rennwagen, die man eigentlich nur in Schlepptau mitnehmen müsste. Die eigentlich dazugehören, weil die Voraussetzungen für den MT-77 gebildet haben. Ja, sagen wir mal so rum, es ist für mich persönlich es ist unerklärlich, warum die was gegen die Regimentstrommeln haben. Es ist also, es ist, die haben eine lange Geschichte geschrieben. Regimentstrommeln, noch einmal was. So, das waren so Regimentstrommeln. So, und
Das war doch, das war für den, das sind immer wieder, man muss immer wieder die Zeit sehen, in der diese Sache gebaut wurde, genutzt wurde. Und man darf nicht mit dem heutigen Wissen überheblich sein und sagen, ja, das kann bei uns gar nicht erst mitfahren. Das ist dummes Zeug. Das ist eigentlich schon sträflich dummes Zeug. Wenn du heute zurückblickst, was würdest du anders, was würdest du besser machen? Die Frage ist mir schon oft gestellt worden. Ich würde niemals etwas anderes machen. Ich würde alles wieder genauso machen, wie ich es gemacht habe. Genau die gleichen Fehler wahrscheinlich wieder. Aber ich habe aber einen Vorteil. Im Gegensatz zu einem ganz normal sterblichen Bürger, der früh auf Arbeit geht und nach Hause kommt und sein Bierchen trinkt, habe ich mindestens schon 3 Leben gelebt. Und das ist alles wertvoll gewesen.